Hallo liebe Freunde, ich bin hier an dem Ort des Nova Festivals, an dem am 7. Oktober 400 Menschen brutal erschossen, ermordet, vergewaltigt worden sind. Ihr habt die Bilder noch vor Augen. Das hier ist der Ort, an dem getanzt wurde. Und jetzt ist das der Ort des Gedenkens. Die Opfer, die meist so zwischen 20 und 25 waren, die haben hier einzeln sind ihre Bilder und es sind wie kleine Gräber, die schauen wir uns mal an. Und diese Gräber, das sind Steine, Botschaften aufgeschrieben, Fahnen, Soldaten laufen hier rum, um einfach an diesem Ort zu gedenken. Es ist bewegend und erschütternd gleichzeitig. Und ich glaube aber auch eine Botschaft an diese Welt und an uns, dass wir unsere Stimme erheben müssen, so wie wir es am Marsch des Lebens, am Marsch Nationen tun. Die Stimmen für die Geiseln, die noch in Haft sind und hoffentlich befreit werden, sobald wie möglich. Und gleichzeitig unsere Stimme gegen Antisemitismus und Judenhass weltweit. Wenn in dieser Zeit nicht, wann dann sonst? Nie wieder ist nicht nur jetzt, sondern jetzt ist die Zeit, alles zu investieren, um aufzustehen gegen radikalen Islamismus, Antisemitismus und Judenhass. Und das wollen wir tun. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort dazu zu rufen, als hier an diesem Platz des Nova Festivals.